Also, erstmal wieder herzlich willkommen zurück. Ich habe den Stormstrike und er mich endlich gefunden. Und naja, wir haben da auch schon das nächste Problem, nämlich ein paar Zombies an der Hacke. Was in der Zwischenzeit passiert ist, haben wir für euch mal ganz schick zusammengeschnitten. Weil wir dachten, dass das euch nicht interessiert, wie wir Ewigkeiten hier durch die Map rennen. Auf der Suche nach uns selbst, sozusagen. Auf dem Weg der Erleuchtung. Ja, so in der Art. Also, ich habe in der Zwischenzeit eine Axt und ein bisschen was zu essen und trinken. So wie einen Werkzeugkoffer gefunden. Was hast du gefunden? Warte mal, ich hack die jetzt nieder. Ich habe einen Benzinkanister gefunden, eine Brechstange gefunden und... Bete, dass ich mich nicht infiziere. Oh nein. Nein. Und... Nein. Oh Gott, jetzt haben wir uns gefunden. Jetzt bin ich gestorben. Ah, ich räume dich mal aus. Ich wollte eigentlich noch erzählen, dass ich allen möglichen Scheiß gefunden habe und ich dann lustigerweise gekillt wurde. Ach, der Psykes. Ja. Unser Teil. Also, Psykes, wir nehmen gerade auf. Nein! Also, von daher, nicht wundern. Wir haben uns nämlich mal so gedacht, dass wir, ist ja eine neue DayZ-Version raus, dass wir so eine, dass wir unsere Pilotenfolge sozusagen damit starten. Und ich höre mich doppelt. Und dich auch. Ich bin in Sony Nichi, Leute. Ich bin nicht mehr online. Nichi. Oh Gott, muss ich irgendwo was runterladen und dein Bild ist das beste Lars? Storm. Lars, oh, du hast die Wahl. Was wer soll ich Lars? Mitnehmen? Ah, fuck it. Wer ist Lars? Du hast jetzt die Wahl. Was soll ich mitnehmen? Treibstofftankteile oder Essen? Oh Leute, ich bin erstmal weit von euch weg, muss ich feststellen. Ich bin nicht mal on! Ja, come on! Muss ich irgendwas runterladen? Ja. Oder geht es vollautomatisch? Ich weiß nicht, bei DayZ Commander, den benutze ich, weiß nicht, was der Storm benutzt. Ja, dasselbe. Ja, da musst du manuell updaten, ich weiß jetzt nicht, was du benutzt. Flywish 6 heißt das. Guck mal irgendwo in den Einstellungen, wenn es irgendwo Update oder sowas gibt. Ja, okay, komm. Und wenn nicht, wo muss ich das dann sonst machen? Ich habe keine Ahnung. Ich benutze nicht das Programm, was du benutzt. Lars? Ja. Ja. Ach, fuck it! Poesietreppe. Ich habe jetzt die Panzersperre dort gelassen, weil das einfach zu viel ist. Wer braucht schon eine Panzersperre? Ich habe die einfach nur mitgenommen, weil ich noch Inventar hatte. Ah, da steht sogar ganz groß Launch und Update. Ich bin so ein Vogel. Ja. Übrigens, Poesietreppe, solltest du auch eventuell mal einen Timer oder so. Ah! Hi, wir müssen der Server. Wir müssen der. Gute, Battlebird ist auch da. Also für dich auch. Wir nehmen gerade so eine. Wir nehmen gerade die Pilotfolge auf. Wir haben schon angefangen. Ja. Ja. Wegen dem DayZ 1.8 Update. Und naja, wir waren gerade ganz froh, dass wir uns gefunden haben und jetzt sind wir gestorben. ich zumindest. Also, ja, waren wir nicht da, wo wir letztens noch waren? Nee, nein, das ist wir sind auf einem anderen Server. Ah, okay. Weil der Server, wo wir letztes Mal waren, der ist noch nicht auf 1.8 geupdatet. Oh, okay. Was für ein Server seid ihr jetzt? Wir sind auf dem... Ich bräuchte einen Namen. Wer hilft mir, IP hilft mir nicht. Ja? Ja. DE99 irgendwas. Warte. DE? Warte mal kurz. Also, versucht auch möglichst die Spielernamen zu nehmen. Wir scheitern schon die ganze Zeit dran, aber... Ja. Aber wir wollen es irgendwie hinbekommen. Moment, wie heißt ihr denn? Storm oder Stormstrike? Ich bin Poesietreppe, ich weiß, es klingt sehr umständlich und lustig, aber naja, ist halt so, wa? Poesietreppe. Den Namen kann ich mir nie im Leben. Oh mein Gott, wer feedet denn so krass? Vielleicht nenn ihn einfach nur Poesie oder so. Okay, Poesie. Also Pussy, versteh schon. Okay, ja. Das war der Hintergrund. Hier geht's nicht. Okay, hätte ja klappen können. Okay, wie nennt ihr mich? Ich nenne dich einfach Battlebird. Okay. Nee, weil ich habe ja zwei Namen, deswegen. Zwei Accounts. Ja. Einmal Flipes und einmal Battlebird. Je nachdem, was ihr euch besser merken könnt. Flipes wäre vielleicht etwas besser, aber ja, Battlebird ist in Ordnung. Poesietreppe. Du müsstest mir mal sagen, wo du bist. Ich bin. In Sony Nichi. Coole Sache. Warte. Das du ist gar nicht so geil, weil welcher es Server ist denn das jetzt? Weil ich hab geguckt und es gibt 1000. DE993?
991 gibt's momentan. Ah, ja, yeah. 991 ist es auch. Ah, cool. Geht es hier irgendwo oder was? Nein. Das ist der Server gehostet von daisyforum.net. Ja, genau. Das, was er gesagt hat. Poesietreppe. Mhm. Oder Poesie. Ich habe jetzt wieder mein Anfangsgebiet wieder gefunden. Sehr schön. Ich renne ja gerade mit der Küste links in eure Richtung. Problem ist, ich muss durch Kamishovo, ich muss durch Elektro, ich muss durch Tscherno und dann bin ich erst bei euch. Bei mir? Ja, bei ihm. Also vielleicht, wenn Battlebird und Psychos jetzt dann demnächst joinen, ihr müsst halt vorher noch updaten. Dann treffe ich vielleicht den einen oder anderen auch schon früher. Und vielleicht finden wir auch mal ein Fahrzeug. Dann wären wir etwas schneller unterwegs. Abgesehen Waffe von den Zombies, die ich an der Hacke habe. Achso, Storm. Ganz wichtig, du hast die Axt mitgenommen. Ja, ganz wichtig. Sehr schön. Ja. Ja, die habe ich mitgenommen. Denn da stehen? Vielleicht finde ich wieder eine Brechstange. Ich gehe ins Industriegebiet. Ja, sehr schön. Wie sieht's aus mit Spawn-Items? Sorry, wieder da. Ganz normal, es ist ein Normal-Server. Ja. Was? Es spawnen ja nicht so viele Fahrzeuge, aber dafür ja, mit den Items ist man eigentlich ganz gut dran, oder? Ich bräuchte nochmal die Daten also für den Server. Ja, also die Item-Spawn-Rate ist irgendwie etwas höher gesetzt. Der Server fängt an mit DE991. Großgeschrieben? Ja. Ja. Also auch das E, nicht nur das ja. E. Ja, okay, ja, ja, ja. 17 Spieler. Ja, da sind ein paar unterwegs. Ja. Ey, das ist echt nicht fair. Oh, du bist tot. Ja. Oh, du bist tot. Ist Battlebird gerade gestorben? Ja. Oh. Uncool. Ach so, und merkt euch bitte, wo ihr in der Poesietreppe erschlagen. Oder einfach nur gestolpert auf der Poesietreppe. Ja. Oder zu viel nachgedacht. Ja. Was denken? Leute, Kopf denken. Ja, das stimmt. Ich glaube, darauf basiert auch unser Spielverhalten. Naja, okay, vielleicht gucken wir noch vorher, ob Zombies da sind. Das ist schon ziemlich wichtig. Nicht wirklich. Ich bin gestern einfach durch die Städte gerannt, hab noch ein Auto gesucht und gut war. Boah, was? Ja, eine Übertragungsrate von 7 ms? Was zur Hölle? Was geht denn jetzt ab? Das ist ziemlich gut. Weil ich du hast weiß, deswegen ja. Yo, wie wär's, wenn ihr einfach mal joint? Ja. Ja. Ich join dir schon in Death, mein Freund. Und euch merkt, wo ihr spawnt. Ja, gut. Ich bin jetzt kurz vor der Lagerhalle. Also ich guck mal kurz, ob da irgendwas drin ist und dann hieße ich mich aus diesem Lagerhalle? Gebiet. In der, wo ich die Brechstange gefunden habe und von den Zombies in die Ecke getrieben wurde. Ja, dann sei vorsichtig. Die guten alten Zeiten. Oh yeah, good old times, man. Ja, der sie lad ruhig noch einen Ticken langsamer. Nichts gegen. Okay, hier liegt auf jeden Fall schon mal Loot rum. Da liegt ein 21 Liter Kanister. Sexy. Was war das? Ich hätte mitmachen sollen, Mann. Oh yeah. Da muss ich jetzt aber leider mal die Treibstofftankteile raustun. Oh, Daisy. Dieser Moment, wenn du nur 6 Kerne hast, der sich trotzdem denkt, ich mach's mal langsam. Na, komm schon. Heb auf. Na, hebst du auf? Setup completed. Please come wait. On. Please wait. Oh ja, Gott, was sind die Unterschiede beim Patch 1.8? Also vor allem die neue Grafikgestaltung von HUD. Ja. Die haben die sehr gut aus. Die Kamenka. Ja. Die Kamenka. Mhm. Dann bist du bei Max. Yo, beim Blut man. Ist bei beim Storm. Ich hab 1200 Blut. Ne, 12.000 Blut. Ja, ich weiß. Ja, es geht. Das wird aber nicht bei allen Servern eingeblendet. Was ist eigentlich mit der Humanity gemeint? Menschlichkeit. Ja, ich weiß, was das bedeutet, aber... Addons DayZ Code System Mission Description SQF wurde nicht gefunden. Einfach ja, okay, das ist drücken. Einfach okay klicken. Meistens kommst du trotzdem rein. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich bin ja wie gesagt in Kamenka. Muss ich jetzt links oder rechts? Geht's dann gleich weiter? Oder? Geh mal ans Wasser und guck mal, ob du ein Industriegebiet findest. Weil dann musst du eventuell... Was hättest du gesagt, Battlebird? Ja, bei mir hat sich jetzt komplett DayZ geschlossen.
als ich OK gedrückt habe. Hast du ganz normal geupdatet? Hast du geupdatet? Ja, ah, ja. Der werte Herr Storm, ich habe hier kein Industriegebiet. Dann bist also du nicht bei mir, in der Nähe. Ja, Storm, bist du Richtung mit Küste rechts oder Küste links weitergegangen? Nachdem ich Küste gestorben bin. Küste rechts. Ja, dann bist du auch nicht. Dann bist du Richtung Kamarovo gegangen. Ja. Wo soll ich mich jetzt langhalten? Auch Richtung. Du müsstest jetzt mit Küste rechts laufen, damit du irgendwann mal den Storm triffst. Ich bin auch schon in Inventar. In eure Richtung. Wow! Wow! Hat man hier viel. Abgelenkt. Ja, du hast halt ganz normal, ne? Drei Bandagen und eine fucking Roadflare. Ja, Roadflare ist halt echt. Die haben mich schon so oft das Leben gekostet, die Scheißdinger. Weil ich irgendwie, weil ich links gedrückt habe, weil ja. Weil links immer meine Schießentaste ist. Weil oh ja, lockt ja glücklicherweise keine Zombies an. Und dann wirst du so eine Roadflare und die ganzen Zombies in der Umgebung denken sich Licht und stürmen auf dich zu. Und du denkst dir nur so, ja, ja, ja. Wir sehen uns im nächsten Leben. Man, no. Gibt's eigentlich so eine Autolaufen-Taste? Ja, nee, nicht wirklich. Oh, ich wollte kurz raus. Steht hier upgedatet 100% und trotzdem lädt's noch. Was soll der Scheiß? Warte einfach noch kurz. Ich habe im Übrigen eine Wasserflasche gefunden, wollte ich mal so angebracht. Sehr schön, die cool, ich habe direkt neben mir auch eine stehen. Ich habe 4 neben mir stehen. Fragt wow. Mich nicht wieso. Und es kann sein, dass ich. Oh, war das knapp, ey. Ich habe so ein verschissenes Glück. Der Zombie. Weißt du überhaupt, wie geil das klingt, wenn du trinkst? Warum nicht? Weißt du überhaupt, wie geil das klingt, wenn du trinkst? Ich weiß nicht. Das klingt jetzt so, als würde dich das. Egal. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie so, als würdest du auf deinem Bauch rumtrommeln. Ja, das stimmt, das klingt wirklich so. Das ist aber auch nur so, wenn ich oben die Luft reinlasse, damit ich die Luft wieder nachfüllen kann. Warte mal, guck, ob ich noch hingehe. Komm schon, Zombie, du gehst jetzt nicht die Treppen hoch. Okay. Geilig. Ja, das klingt so, als würdest du so auf die Backen schlagen. Das war nötig. Oh ja. Also nicht, dass ich jetzt jemanden auf die Backen schlagen wollte, nein, das ist nicht das Ding. Ist es Mensch. Gesund auf einer Bahn rum, also auf einer Bahnstrecke rumzufahren? Geht. Nicht, dass hier irgendwann ein Zug vorbeikommt und denkt sich, nerp, motherfucker, und mich platt macht. Nein, das kann eigentlich nicht passieren. Es sei denn, du hast Pech. Ja, auf einmal hörst du wirklich so hinter dir, merp, merp, oh fuck. Oh man. Not really, come on. Okay, 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 okay. Was ich hier für Anzeigen hab: Zombies killed, Headshots, Murders, Bandits killed, Uptime, ja. Restart in, Frames per. Was? Ich hab 16 Frames per Second? Jo, sieht so okay. aus. Okay, okay, ich hab 40. So viel hab ich auch, aber ich nehm grad auf. Hä, warum hab ich denn nur 16? Schlechte Internetverbindung oder so. Yeah, ich bin auch dafür, dass Leitung. In Zukunft ja, okay. auch Storm wieder aufnimmt oder so. Ja, locker mache ich auf jeden Fall, aber momentan habe ich keine Festplatte. Ja. Also ich habe schon eine, aber nicht frei. Ich meine, für den Anfang ist es ja vielleicht okay. First killed. Ich meine, man steigert sich ja in der Qualität. Dann ja. sehen wir jetzt mal, wo ich so tolles gespawnt bin. Und irgendwann laden wir die Originalqualität hoch. Hört schon so verdammt unangenehm das an. Das mach ich nicht. Vor allem YouTube. Werdet Spender YouTube für diesen Server. Oh nein! Exklusive Skins. Ich bin in Solitude. Laber. Ja, wie nice. Ich bin da auch gespawnt. Wo bist du denn? Ich bin schon ein ganzes Stück weiter gerannt. Küste links, rechts? Küste links. Und einfach dann durch geradeaus. Weißt du, am Steg vorbei. Ich fand das am alten Server so cool, dass man da wirklich so viele Autos hatte. Das war so geil. Das stimmt. Das fand ich auch eigentlich ziemlich heftig geil. Weil das hat das ganze Spiel noch mal so ein bisschen weitergemacht. Du konntest ja, mich einfach haben viel weiter. Wir Survivor noch angegriffen gehabt, deswegen musst du mit dem einen Auto wegfahren, als wir das letzte Mal gespielt haben. Echt? Ja. Ah, also ich bin ja dann mittags nochmal online gekommen. Ah, okay. Momentan bin ich hier Survivor, wenn ich einen umniete, ich habe auch das umgelegt aus vom Auto rüber in das gelbe Auto. Scheint ja nicht. Also vom Pickup. Ah. Oh. Ja, das ist eine gute Idee gewesen. Eine Rolle Klebeband. Aber nicht alles, also ein bisschen habe ich halt, weil ich musste wegrennen, weil mich ja, ich wurde ja, beschossen. Ich dachte, wir sind in. Problem. Ist das hier nicht eine Karte in Russland? Ja, ja. Es ist eine fiktive Welt. Ja, es ist eine fiktive Welt, aber irgendwie mit Kyrillisch oder so geschrieben. Ja. Was mich dann aber irgendwie verwirrt, warum ich dann Hitzeverwirbelung habe, wenn ich ranzoome. Keine also Ahnung. Dieses Flimmern, wenn du halt extreme Hitze ausgesetzt bist. Ohne Axt! Ja, mitnehmen, direkt mitnehmen. Moment, ein Brecheisen. Noch besser. Und ein Autoreifen. Auch cool.
In welche Richtung soll ich jetzt rennen? Das Meer auf der linken oder auf der rechten? Auf der rechten. Weil ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil eben habe ich 4 Zombies gesehen und ich weiß nicht mehr, wo die sind. Und ich habe einen getriggert. Hast du... Oh, eigentlich... Ah, nee, das Trinkspiel machen wir wann anders. Ah, Welches Trinkspiel? Ich bin auch dabei. Ja, sobald du einen Zombie triggerst, musst du trinken. Ja, dann hätte ich jetzt schon 3, 4. Ja, ich habe zum Glück noch gar keinen. Doch, 2 Stück hätte ich. Nein, stimmt eigentlich gar nicht. Manche hit me. Okay, 8, 9. Okay, ich glaube, wir wissen, wer zuerst betrunken ist. 11, 12. Der arme Psychos. Oh yeah. How dare you? Hey, was haben wir denn da schönes? Okay. Leute, wir können doch darüber reden. Wo ist sie? Ja. Wo bist du denn? Ich bin jetzt schon gleich in... Ich bin schon in die nächste Stadt gerannt. Hey, ist dieser Bug eigentlich behoben worden, dass die nicht auf Stege können? Das Keine kann Ahnung. Gut sein, aber was ich vorhin schon feststellen musste, dass die teilweise sogar Leitern mittlerweile hochklettern. Ja, das haben sie aber schon im Patch davor gemacht. Ja. Ach echt? Das ist mir so noch nie aufgefallen. Die können immer noch nicht auf Stege. Doch, die sind mir hinterher geklettert und ich habe mit der Lee Enfield die ganze Zeit runtergeschossen und es kam immer wieder neue. Na, oh, ärgerlich. Das war mein erster Tod damals. Ach, das waren noch Zeiten. Oh ja. Weil ich dann irgendwann keine Munition mehr hatte und die auf einmal alle auf dem Dach waren. Ey, ich hab meine ganzen Fans hier. Ich bin anscheinend auf einem Justin Bieber Konzert. Guck mal, wie die Mädchen hier am Schreien sind. Okay. Gut. Mädels, hier ist genug für jeden da. Okay, ich bin zu nördlich. Okay. Lassen die irgendwann eigentlich auch ab? Ja, wenn du weit genug entfernt bist und sie dich nicht mehr sehen oder hören. Aber das dauert. Das dauert. Sehr lange. Sehr lange. Das dauert wirklich. Oh, ich habe schon wieder Klopapier gefunden. Was will ich mit dem Scheiß? Ja, du hast schon gerade eben schon erwähnt, was du damit willst. Okay. Okay. Gut, Leute, ich bin da mal kurz weg. Ich meine, hallo, ich habe Klopapier gefunden. Bei der Zombie-Apokalypse wichtig. Sehr wichtig, sehr wichtig. Oh, shit. Ey, rennt ihr direkt am Wasser? Kann ich mich dann einreiben, damit die Zombies mich nicht riechen? Ja. Das ist ein Spiel, so ne... Oh. Ach, Leute, wisst ihr, was ich gefunden vielleicht hab? Ist es so sinnvoll dafür. Ich habe auch Klopapier gefunden, wie schick. Ganz ehrlich, wozu braucht man das? Das ist doch einfach nur so... Bist du in die Richtung Fabrik gelaufen? Richtung Fabrik? Da ist eine große Fabrik im nächsten Dorf oder immer noch im selben. Ja, lauf einfach immer mit der Küste. Ich hätte ein Rad gefunden, aber da ich leider... Mach ich ja, aber ich hätte halt liebend gerne auch mal irgendwie ein Anhaltszeichen, wo du wartest oder mir entgegenkommst, damit wir zusammen laufen können. Ja, ich bin nah bei so einem Industriegebiet, bei so einem kleinen Dorf. Warte mal, warum? Oh, ich habe einfach den einen Hit vorhin Blut verloren. Sehr schön. Ah, das ist blöd. Man kann also Blut auch verlieren, wenn man nur angehittet wird, nicht wenn man über Dauer blutet? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, sorry, ich verliere auch Blut, wenn mir ein Zombie durch meine Weste einen Schlag verpasst. Ja. Nein, natürlich nicht. Das Blut ist in dem Fall so eine Art Lebensanzeige. Ja. Oh, man. Ja, das Blöde ist halt nur, dass du nicht Anzeige pro Hit bekommst, sondern auf Dauer. Hey, ich habe Klopapier gefunden. Oh. ja. Gut, sehr da schön. Wir jetzt alle Klopapier haben, sind wir doch voll versorgt. Ja, hallo, yeah. wir brauchen uns nie wieder Sorgen machen in dem Game. Ja. In der Tankstelle mit einem... Wie kann man hier überpacken? Das Ding ist. Warum sind da eigentlich so viele Zombies auf der Straße? Und ich weiß nicht, ob die mich bemerkt haben, weil die da auch in meine Richtung... Kann ich einen Backstein aufheben? Wenn sie langsam sind, haben sie dich nicht bemerkt. Ja, sie laufen in meine Richtung, was soll der Scheiß? Ja, das ist häufig so, aber wenn du ganz viel Glück hast, drehen sie um. Wenn du Pech hast oder normal bist, dann nicht. Ihr kriegt ihr gleich euer Justin Bieber Konzert, alles wird gut. Guck mal, der Homer hier ist schon vor Schock gestorben. So, ich spiele jetzt in diesem kleinen Dorf und es hat ein Industriegebiet, so eine Fabrik, dann so riesengroße Türme. Warte. Warte mal. Ich bin anscheinend noch deutlich weiter von euch entfernt. Ja, mir hat ein Kollege eigentlich mal einen Tipp genannt. Man sollte entweder in Häuser oder um Mauern rumrennen und sich schnell ins Gras werfen. Ja, das kenne ich auch. Das kenne ich. Nur da ich momentan hier... Naja, es funktioniert nur leider nur nicht so oft. Da ich hier nur Bäume um mich herum habe... Und dann stirbst du. Ja, bei mir Erfolgschance bei dieser Sache ist aber auch eher so, naja, 30%. Wenn es hochkommt. Das klappt eigentlich ziemlich gut. Okay, Battleband, ich komme mal in deine Richtung. Statt 12 Zombies habe ich jetzt nur noch 2. Also ich bin jetzt an der Straße, wenn du da in dem Industriegebiet dieser kleinen Stadt warst oder bist, dann siehst du jetzt so 2 kleine Brücken. Brücken, da bist du noch in einer anderen Stadt. Ja, es sind eher nicht so Brücken über Wasser, sondern halt einfach so...
Brücken in der Landschaft. On your night, say Tuesday. Brücken in der Landschaft. Ja, da ist halt so ein mini kleiner Fluss unten drunter. Ne, Leute, genießt auch das Wasser um mich herum. Ich weiß jetzt nicht, Eine salzige Gruft von Verdorben. Oder bist du schon wirklich in der anderen Stadt, also weit, weit weg? Ich bin hier in der nächsten Stadt schon. Genau, das ist weit, weit, weit weg. Du musst schon ein bisschen laufen. Kannst ja Schreck von mir grüßen. Ja. Ja, okay, dann laufe ich mal weiter. Ja, wäre empfehlenswert. Muss man sich eigentlich hier Sorgen machen, dass viele Autos rumfahren? Nee. Nein, hier findest du relativ selten Autos. Nein, unser Hubkonzert. Ja, Voll schade. Ja, irgendwie schon. Wäre cool, wenn wir zwei Pickups finden. Wir müssen wieder auf unseren alten Server wechseln. Ja, irgendwie auch. Der war aber nicht so gut besucht. Oh shit, oh shit. Dafür gab's ja die NPC Survivor. Ja, ja, stimmt auch wieder. Die einen genug abgefuckt haben. Ja. Ich habe die Zombies abgehängt. Jeha. Und als ich das letzte Mal drauf war, waren 10 Leute drauf. Also es ging eigentlich. Was? Ich weiß ja nicht. Die Leute können ja mal in die Kommentare schreiben, ob sie eher so den puren Überlebensüberkampf auf so einem Server wie dem Überkampf. Hier, ja, den puren Überlebenskampf auf so einem Server wie dem hier, wo nicht so viele Fahrzeuge spawnen, haben wollen oder lieber ein Hubkonzert mehr so ein bisschen den Fun-Faktor Action-orientiert, ja, und ein bisschen mehr Fun mit vielen Fahrzeugen, wo auch ab und zu mal oder ziemlich oft mal was kaputt geht und wir uns ständig mit irgendwelchen Zombies rumkloppen, weil wir da auch ein paar mehr Waffen unterwegs waren. Ja. Also könnt ihr mal in die Kommentare lassen. Genau. Der eine Zuschauer, unsere der uns zwei gerade zuguckt. Unsere zwei Subscriber, die wir dann nach den ersten 3 Jahren haben. Ey, also ja, ich habe im Moment noch auf meinem alten Account, glaube ich, 15 Abonnenten. Cool. Wer kann dann zu uns rüberwechseln? Dann haben wir schon mal. Ja, ich kann sie ja mal ganz nett fragen. Jeden einzeln anschreiben. Hi, willst du irgendeinen Spielekanal? Nein, kein Interesse. Okay. Nein. Okay, Leute, und jetzt ja, nochmal zum Thema. Die alten Plays könnten ja eventuell noch irgendwo sein. Ey, man, ich hab ein Rad. Soll ich dafür irgendwas ablegen? Nee, lass liegen, wir haben kein Auto. Ich hab auch ein Rad. Das hat sich irgendwie gerade angehört wie so eine Alarmanlage. Also wenn du Platz hast, auf jeden Fall. Ey, tut mir einen Gefallen und redet nicht durcheinander und sagt mir mal, wo ihr seid. Ja, ich komm grad auf die kleine Stadt da vorne, ich sehe sie. Ist das so ein kleiner Hof nebendran, also am Eingang gewesen? Ich bin hier gerade durch den Wald gerannt, weil ich zu bin an einem Leuchtturm. Also ich würde sagen, du kommst mal jetzt, da vorne ist eigentlich in der kleinen Stadt so ein Steg gewesen. Ja. Wir könnten uns da treffen oder wir treffen uns etwas vor der Stadt. Leute! Ja. Eine Frage. Ich habe 22 Liter Kanister. Soll ich einen ablegen und dafür das Rad aufnehmen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also ein Rad habe ich dabei. Oh. Ja, eben. Da könnten wir nämlich 2 Räder in so ein Auto anbringen, wo 2 Räder fehlen zum Beispiel. Weil ich habe auch einen Werkzeugkoffer. Oh, sehr schön. Aber Liter Kanister ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich habe 2 Stück. Es sind aber 2. Leute? Ja. Hab ne Double Barrel Shotgun gefunden. Oh. Mit Muni? Mit Muni? Ja, mit 2 Schuss. Wow. Oh, nice. Sehr geil. Besser als in nix. Einem Leuchtturm. Jetzt fragen wir mal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du in einem Leuchtturm eine Double Barrel Shotgun findest. Ja, aber ganz kurz, Leuchtturm, da war früher nichts gespawnt, das weiß ich vom alten Patchstand noch. Ja. Ich hab wieder einen Fan hinter mir. Und nein, nicht so ein Fan von WoW, Lars, nein, nicht so einer. Sondern eher so einer, der dir wirklich ins Gesicht tritt. Aber die Fans waren cool, die haben dir die ganze Zeit auf den Arsch geglotzt. Ja, aber wenn du dich ausgelockt hast, warst du tot. eine Frage, was soll ich jetzt mit diesem blöden Rad machen? Soll ich es mitnehmen oder hier lassen? Tu, was du willst. Wir brauchen ja, lass es da liegen. Lass es da liegen? Hat da wirklich einer die Relativitätstheorie als Formel aufgeschrieben? Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Habe mich auch schon gefragt, was ist das für ein Typ? Wer, wo, was, wann, hä? E ist gleich NC Quadrat. Ja, genau. Oh, habe ich nicht gesehen. Battlebird, wo bist du denn jetzt hin? Also, ich bin jetzt an den Schienen entlang gelaufen, weil eben kamen da so ein paar Zombies auf mich zu. Ich wollte nicht unbedingt pullen. Ich müsste gleich in der nächsten Stadt von Kamerovo sein. Also ich bin jetzt an den Gleisen links gelaufen, so auf so einem kleinen Hügel und guck jetzt über die Stadt. Was? Ihr habt nicht zufällig ein Boot für mich? Ja, klar, Max. Hast du noch was? Eine kleine Stadt. Nee, bei mir ist GTA 5 von den Gleisen kein Hügel. Sicher, dass du, dann komm mal ans andere Ende der Stadt, vielleicht mal. Andere?
Ah nee, rechts von den Gleisen dann. Komm schon, den trigger ich jetzt nicht. Den trigger ich nicht. Nein, den trigger ich nicht. Den trigger ich nicht, weil ich schon getriggert habe. Genau. Ey Leute, ich versuche gerade Battlebird zu finden. Könnt ihr mal ganz kurz, warte mal. Wo bist du jetzt? Also ich bin jetzt die ganze Zeit nach links gelaufen, wie du gesagt hast. Und jetzt, wenn ich wieder zurückgucke, ist es theoretisch halt das Meer links und der Hügel rechts. Das Meer links, das Meere und der Hügel links rechts. Und der Hügel rechts. Wenn ich mich umdrehe. Bist du dann nicht die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen? Hä, wieso? Wenn ich aufs Meer gucke, hast du gesagt links laufen. Nein, ich habe gesagt, du sollst in die Richtung laufen, so dass du die Küste links hast. Ich hasse dich. Eine Frage, wollten wir nicht die Aufnahme erst dann starten, wenn wir uns gefunden haben? Ja gut, ich würde sagen, dann schneiden wir einen Teil einfach mal raus oder wir machen jetzt einen Cut. Ja, dann würde ich mal sagen, wir können ein bisschen einen Cut machen und dann wieder starten, wenn wir Hey, ich habe Ausbruch gefunden. Ja gut, dann sehen wir uns später wieder. Jo, bis gleich. Ja, okay. Dann erschlage ich dich kurz. Ja gut, also erstmal wieder zurück. Wir haben uns euch wieder im Zeitraffer so ein bisschen zusammengefasst, was passiert ist. Also ich habe hier den Battlebird gefunden. Hallo. Und Psychus und Storm haben sich auch kurzzeitig gefunden und ist einer von denen wieder gestorben. Und wir sind noch nicht. So weit auseinander gespawnt, dass es schon fast keinen Sinn mehr für uns macht, uns zu suchen. Und da es so eine Art Pilotenfolge ist und wir denken, dass ihr auch ein bisschen mehr Action wollt, haben wir überlegt, dass wir dann die Tage mal auf einem anderen Server weitermachen und wir es jetzt hierbei erstmal sein lassen. Weil es sollte ja ursprünglich eher so eine, naja, so eine eigentlich so einen kleinen Einblick in die neue 1.8er-Version von DayZ gewähren. Genau, und wir gehen jetzt auf den anderen Server und dann sehen wir uns da wieder. Und jetzt knüppel ich dich zu Tode. Okay.